auf der Buda-Seite in der Föuza ist ganz hinter Bäumen versteckt, ganz unscheinbar, das Kirai-Fürdö, das Königsbad sozusagen. Das ist ein original türkisches Bad hier hinter uns. Das wurde 1565 von Arslan Pascha, dem Pascha von Buda zu der damaligen Zeit, begonnen zu bauen und von seinem Nachfolger beendet. Arslan heißt übrigens Löwe, also so hieß dieser Pascha. Und dann im Jahre 17, nachdem die Türken dann weg waren, haben sie im Jahre 1796 eine Familie Kiray übernommen und deshalb der Name Kirai-Fürdö. Die haben das dann übernommen und betrieben und haben im Wesentlichen die ganzen türkischen Elemente belassen. Also es blieb ein richtiges türkisches Bad. Besonderheit ist, als einziges Bad hier in Budapest hat es nicht auf eigenen Thermalquellen, sondern es bezieht das Thermalwasser von dem nicht weit entfernten Lukacs-Fürdö, also auch ein Bad. Und das war deshalb, die Türken wollten ein Bad innerhalb des Befestigungsringes haben. Und das war hier der Fall. Und für alle Fälle, damit sie auch im Falle einer Belagerung noch baden können. Und daher hat man hier, obwohl es hier keine Thermalquellen direkt gab, dieses Bad gebaut und das Thermalwasser eben hierher geleitet. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Es fängt eh gerade zum Regnen an. Das ist doch schön, dass jetzt hier direkt um die Ecke von dem Kirai-Fürdö hier so eine Bierstube ist. Die Gans-Bierstube. Also Prost. Prost. Da kann man sich entspannen noch nach dem Bad. Er hat ganz viele Biersorten. Ich habe das mal gewählt. Was interessantes Bier. Ein rotes Bier, ja. Frisch gezapft. Ein Bier mit, weiß ich, Orangensaft oder rote Beete. Aber interessant. Ja, man kann aus sehr vielen Biersorten hier wählen. Mhm. Und hat es dir gefallen, das Bad? Also das ist noch so ein anderes Highlight in Budapest. Ja? Ein wunderschönes, kleines, intimes Bad aus der türkischen Zeit. Und mit vielen verschiedenen, ebenfalls kleinen Badewannen, ja. Sage ich jetzt Becken, einfach ja, mal. Becken, ja. Ja, Badebecken. Also das ist wirklich ein Highlight und jeder Besucher sollte mal hier gewesen sein. Vor allem, weil hier jetzt, anders als in dem Seçeni-Bad, wo wir ein anderes Mal waren, ja kaum Touristen sind. Das war jetzt wirklich, das waren ja alles Ungarn da drin. Richtig, ne? Und so die Leute, die wahrscheinlich hier um die Ecke wohnen oder da immer regelmäßig hingehen. Ja. Was ich auch toll fand, waren auch hier diese Wechselbäder, ne? Dieses kalte Becken und dieses ganz heiße Becken. Ne, wo du fast gekocht rauskommst mit 40 Grad. Ja, sehr schön, ja. Und der Blick hoch auf diese Kuppel. Diese Kuppel, die finde ich ja so interessant. Ja. Ne? Dieser Lichteinfall und das ist schon, ja, das ist auch sehr romantisch. Ne? Das ist, du liegst in dem, ja, in diesem Pool und guckst nach oben und denkst, du hast wirklich mit dem Himmel Kontakt. Also das ist schon sehr schön, ja. Ja. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich kann nur jedem raten, da mal hinzugehen. Ja. Also fällt mal eher unter die Kategorie Geheimtipps, den wir hier gerne weitergeben. Ja. Und vielen Dank unseren Zuschauern fürs Anschauen dieses kleinen Films und bis zum nächsten Mal.